Mein Name ist Rainer Gerstenberg. Ich bin seit 1961 in den Beruf des Schriftgießers eingestiegen und habe 1964 die Gesellenprüfung abgelegt und betreibe dieses Metier bis zum heutigen Zeitpunkt, also über 55 Jahre. Wir sind hier in Darmstadt im Haus, die frühere Haus für Industriekultur. Heute heißt es Hessisches Landesmuseum für Satz- und Druckverfahren, Außenstelle des Landesmuseums Darmstadt. Ich hatte versucht, Schriftsetzer zu werden, hatte bei der Brönners Druckerei einen Test gemacht. Da waren über 90 Bewerber und 10 sind genommen worden und da bin ich durchgefallen. Und durch Zufall, mein Vater hatte ein Friseurgeschäft in Sachsenhausen und die Firmenmitglieder haben dort die Haare geschnitten. Und dann hat mein Vater gefragt, ob sie Lehrlinge aufnehmen. Dann hat es geheißen, ja, wir suchen noch Schriftgießer. Und so bin ich zum Schriftgießer gekommen, ohne zu wissen, was der Beruf beinhaltet. Gar nichts. Total nein. Ich war überhaupt nicht mit diesem Gewerbe konfrontiert, hatte auch keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und erst dann, am ersten Tag, habe ich dann gewusst, was Schriftgießer bedeutet. Ich bin dann bei der D-Stempel KG, hatte ich angefangen, 1961. Und damals gab es noch eine Lehrlingsabteilung, das heißt also, es gab einen Lehrlingsmeister. In diesem Gewerbe des Schriftgusses gab es nie einen Meister für Schriftguss, sondern es gab nur einen Leiter, der dann die Lehrlingsabteilung geführt hat. Und ich bin dann in diese Schriftgießerei reingekommen und habe dann erst mal gemerkt, dass man mit Maschinen arbeiten musste, ja. Und habe dann auch 3 Jahre die Lehre durchgezogen. Und 1964 habe ich meine Gesellenprüfung abgelegt und war dann mit unter 18 Jahren Schriftgießer. Und habe dann ab diesem Zeitpunkt Akkord gearbeitet bei der Firma Stempel. Und bin dann auch Jugendvertreter geworden, bin dann Betriebsratsvorsitzender geworden, im Aufsichtsrat der Firma Stempel gewesen und habe auch dann 1986 die Liquidation mitgemacht bis zum Schluss und bin dann mit 4 Kolleginnen und Kollegen nach Darmstadt und habe dort eine Schriftgießerei mit der damaligen Tochter der D-Stempel AG, der Hessischen Schriftgießerei, die älteste Schriftgießerei der Welt, habe ich aufgemacht und habe mich an der Firma mit 20% beteiligt. Und wir haben diese Firma bis 1997 in der Zeppelinhalle, ein Anbau an die Zeppelinhalle, durchgeführt und sind 1997 dann in das Haus für Industriekultur. Das war ein Gebäude der Firma Donges, das die Museumsgesellschaft für 5,5 Millionen erworben hatte, eingezogen und habe dann bis 2013 dort mit der Hessischen Schriftgießerei und dann Fruttiger AG die Schriftgießerei betrieben und jetzt habe ich sie nach 2013 habe ich sie dann allein erworben und führe die dann bis zum heutigen Zeitpunkt hier in dem Gebäude durch. Herr Adrian Fruttiger, mit einem T war der Schrift Entwerfe. Univer, das war sein großer Durchbruch. Und er hatte auch als Erster es fertiggebracht, am Flughafen Orly in Frankreich diese Ankunftszeiten, wo so mit
dann mit so Rollen durchgeführt werden, hat Adrian das gemacht. Und der andere Fotiker wird mit 2T geschrieben, der war Vizedirektor der Hasischen Schriftgießerei und hatte die dann später allein weitergeführt. Die Univers bin ich als Schriftgießer bei der D-Stempel AG und dann später auch bei der Schriftgießerei Service Gerstenbech GmbH nicht in Berührung gekommen, weil die Univer wurde nur in der Schweiz gegossen. Und später erst, wo die Schweiz aufgelöst wurde, habe ich die Univer dann als Martin und habe sie dann gegossen. Und wir als Schriftgießer, wir haben dann nur bei Neugestaltung einer Schrift, wie dann die Sabon und so, mit den Schriftkünstlern zusammengearbeitet. Vorher hatten wir nur dann die Martin bekommen, unseren Probesatz und mussten gießen. Und wir sind in der Hinsicht nicht wie die Schriftgestalter und Schriftkünstler in Berührung gekommen, sondern wir mussten mehr oder weniger 8 Stunden Akkord arbeiten und Schriften gießen, ja. Ja, aber so mit dem Schriftkünstler oder mit der Schrift an sich haben wir wenig zu tun gehabt. Die Problematik war so, durch das, dass ich ja als Betriebsratsvorsitzender auch für die Belegschaft der Arbeitnehmer eine gewisse Verantwortung hatte, bin ich damals an den damaligen Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, das war der Herr Dr. Wallmann, gegangen, habe ihn angesprochen in einer Podiumsdiskussion in Sachsenhausen und habe ihn gefragt, ob ich die Schriftgießerei weiterhin in Frankfurt betreiben könnte. Und da hat er mir gesagt, wir brauchen kein Museum, wo man sich die Hände dreckig macht. Und durch die Intervention von dem Professor Böhme und von Walter Wilkes und der Frau Skroplis hier in Darmstadt bin ich dann nach Darmstadt gekommen, weil die Firma Stempel unter dem damaligen Direktor Dr. Kreisner in einer Schenkung die Maschinen an die TH Darmstadt übergeben hat. Und somit war ich gezwungen, in Darmstadt dann zu arbeiten. Habe ich nicht bereut, aber mir wäre es halt lieber gewesen, in Verbindung mit der Stadt Frankfurt und mit der Tradition, die durch die Buchmesse entstanden ist und durch 3 Schriftgießereien, die in Frankfurt ihr Dasein gemacht haben. Das war damals die D-Stempel AG als Größte, die Bayerische Gießerei auf der Hamburger Allee und Ludwigsche Meier in Frankfurt. Und alle 3 sind heute nicht mehr existent. Es gibt jetzt nur noch 1 hier in Darmstadt, die Schriftgießerei Gerstenbech. Und sie ist auch die einzige Schriftgießerei der Welt, die noch einzelne Bleibuchstaben herstellt. Wir haben von der Firma Stempel einen Fundus von 1 Million Martern hier im Keller liegen. Das heißt also Martern oder Schablonen, wie man sagt. Und die Hasische Schriftgießerei hat ungefähr 3 Millionen. Da liegen 750.000 bei mir in Frankfurt auf meinem Gelände. Und der Rest ist noch in Münchenstein in Basel deponiert. Martin sind aus diesen Werten Buchstaben gegossen. Das heißt also, das große und kleine ABC von A bis Z sind je 26 Figuren. Dazu kommen Ziffern und Punkturen und dann die jeweiligen Akzente, in wessen Land ich liefere. Wenn ich in die nordischen Länder hin liefere, ist es das A mit Kringelchen oder das O durch Strichen. Und wenn ich dann nach Spanien liefere,
ist die Tilde oben drüber, dieser Ringel und so. Und so muss ich zu jeder Schrift, die ich liefere ins Ausland, die jeweiligen Akzente hinzufügen. Das heißt also, ich liefere im Kern einen Normalsatz und dann den jeweiligen Zusatz für das Land, in das ich liefere. Und der zweite Punkt ist, dass Deutschland, Frankreich und die Schweiz die normale Höhe hat. Das ist die Höhe von 23,56. Wenn ich nach Italien liefere, hat jede Druckerei ihre eigene Höhe. Wenn ich nach Holland oder nach Russland liefere, habe ich 24,85 Höhe. Und die niedrigste Höhe ist die englische Höhe mit 23,32. Also habe ich 1986 den Entschluss gefasst, alle Maschinen, die ich mitnehme von der D-Stempel AG, als Lager hoch, als höher als alle Schrifthöhen zu installieren und fräse dann dementsprechend für den Kunden, den ich beliefe, auf diese Schrifthöhe durch das dann fräsen. Ich tue also den Lagerbestand in Lager hoch deponieren und tue bei Kommissionierung dann runterfräsen auf die Höhe, die der Kunde verlangt. Also in Deutschland sind es Firmen, die zum Teil Spiegelschriften verwenden, um dann auf Folien zu drucken, dass sie nicht weggekratzt werden können. Oder ich habe Institutionen, die gewisse Formulare dann machen. Aber im Ausland ist es so, dass ich in Amerika und so speziell Schriften verkaufe, die nicht im Monosatz oder im Linosatz erhältlich sind. Ja, dass also diese Monogießer in Amerika und so gießen ein Kilo Blei für ungefähr 15 bis 18 Euro. Und wenn bei mir einer eine Schrift kauft, muss er zwischen 50 und 70 Euro bezahlen pro Kilo. Es ist aber auch so, ich muss jeden einzelnen Buchstaben, den ich gieße, auf Dichte, Linie, Weite, Höhe und alles kontrollieren. Wenn ich Mono gieße, habe ich auf einem Karree alle Buchstaben, die ich brauche für eine Schrift und die werden hintereinander gegossen. Und ich muss jede einzelne Buchstaben muss ich gießen und kontrollieren auf Höhe. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und wenn man bedenkt, dass hier in der Schriftgießerei von 4 bis 72 Punkte gegossen wird und jede Schriftpunktzahl hat ihre eigene Maschine und die müssen alle funktionsfähig sein. Und das sind Maschinen, die vor 1900 schon produziert wurden und heute noch ihre mechanische Wirkung ausüben. Es ist also kein Computer, sondern es sind mechanische Maschinen mit einem Räderwerk und alles. Und sie laufen heute noch so präzise wie damals, wenn sie gut gewartet sind. Ja, es ist so gewesen. Der Schriftguss hatte bis in Anfang der 70er Jahre ihren Höhepunkt. Dann kam der Offset und dann kam Linotype und dann kam Monotype. Aber es ist nicht so, dass die gekommen sind, um das alles abzulösen, sondern es war ein ganz spezieller Vorgang. Die Menschen wollten halt viel schneller ihre Zeitung lesen, sie wollten viel schneller ihr Formular und alles. Und das war im Schriftguss nicht möglich. Wo ich in 1961 angefangen habe, den Schriftgießerberuf zu erlernen, haben die Flugzeuge sogar auf Rhein-Main gewartet,
dass die D-Stempel AG die Schriften per Kisten nach Südamerika geschafft haben oder in den Iran und alles. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ja. Und dieser Zeitdruck und alles hatte es bewirkt, dass die Linotype und Monotype ihren Aufschwung erlebt haben. Der Unterschied zwischen unserem Schriftguss, dem traditionellen, und Linotype und Monotype ist, Linotype wurde in Zeilen gegossen und das Material war weicher. Das heißt also, eine Bleilegierung besteht aus Blei, das ist die Masse, Antimon ist, dass der Buchstabe eine gewisse Härte bekommt und Zinn ist, dass alles ausgegossen wird auf diesen Buchstaben. Das heißt also, wenn ich eine Künstlerschreibschrift gieße mit ihren feinen Haarstrichen, brauche ich mehr Zinn. Wenn ich eine Helvetica oder eine breitmagere Helvetica gieße, brauche ich mehr Antimon, weil da muss der Buchstaben mehr Druck aushalten. Und die Frage, die unsere Zuschauer hier im Museum immer wieder stellen, wie viel kann man eigentlich mit diesen Buchstaben gießen? Drucken, Entschuldigung, ja. Der Gieße. Ja, das Problem beinhaltet ja so, wie gehe ich mit den Buchstaben um? Wenn ich heute gleich richtig Druck auf einen Heidelberger Tiegel nehme oder eine andere Maschine, dann ist es so, dass ich den Buchstaben gleich voll belaste. Und früher, die Buchdrucker haben versucht, den Offsetdrucker gleichzukommen, habe ganz langsam angefangen, immer mehr Druck zu geben und dann gedruckt. Aber in der heutigen Zeit, wo keiner mehr Zeit hat, wird gleich drauf gepowert. Und die Leute, wenn die heute Buchdruck haben wollen, wollen die Visitenkarten haben, die hinten noch ein bisschen geprägt sind, dass man sieht, dass es Buchdruck ist. Der Buchdrucker früher, dem wären die Nackehaaren hochgegangen, hätte gesagt, das mache ich nicht. Aber die heutige Zeit beinhaltet es. Ja. Und Monotype ist halt so, dass es auch Einzelbuchstaben sind, die gegossen werden, aber es ist noch weicheres Material. Weil, wenn ich heute auf dem traditionellen Schriftguss hindeute, dann ist es so, dass ich einen anderen Kolbenschlag brauche, wenn ich einen Punkt gieße oder ein Versal I oder gemeines I oder ein M oder ein I, schöne dicke Buchstaben. Im Monosatz muss der Kolben so weich und so flach sein, dass der immer mit dem Kolbenschlag einen Punkt gießen kann, ein I gießen kann und auch ein M oder ein I, O. Ja, und darum muss das Material weicher sein. Es kann einfach die Härte nicht haben und somit können die Buchstaben auch nicht so lang halten wie im traditionellen Schriftguss. Aber Monotype war ja auch gemacht für den Zeitungsdruck oder andere Sachen, die schnelllebig waren. Dann hat man das wieder eingeschmolzen und alles. Normalerweise ist dieser Schriftguss der Vorreiter vom Recyclingverfahren. Ja, weil man hatte ja, wenn ich jetzt hier das habe und habe gegossen und ich brauche beim Zurichten, brauche ich ja mehrere Schriftbuchstaben, bis ich dann den richtigen Buchstaben habe, um den dann mehr zu gießen. Aber alles andere wird wieder eingeschmolzen und wieder auf Legierung gebracht. Und ich gebe das in die Schmelze oder Hütte und dort bekomme ich dann die jeweilige Legierung, die ich dann will. Ja. Früher hat die D-Stempel AG in Frankfurt-Sachsenhausen im Keller riesen Kessel gehabt und haben ihres umgeschmolzen. Aber das ist heute nicht mehr möglich bei den Umweltbestimmungen, die hier herrschen. Ja, es ist so, wenn hier Besucher oder Gruppen hier durchgehen, es sind nicht nur Studenten, es sind auch alte Schriftsätze und Drucke, die in ihrem Leben früher
Ihren Arbeitsbereich gekannt haben, aber nie in eine Schriftgießerei reingesehen haben und sind überrascht, dass hier mehr oder weniger 20, 30 und es sind ja jetzt über 40 Maschinen voll funktionsfähig sind, dass man den Schriftguss machen kann. Und wir haben ja ein Punktsystem. Das Punktsystem bedeutet, dass ein Punkt 0,376 mm ist. Das heißt also, bei 12 Punkten hat man 4,51. Und die Leute, die fragen immer wieder, wie lange hält eigentlich ein Buchstabe, den Sie jetzt aus der Gießmaschine jetzt hier rausholen? Das ist ja sozusagen hypothetisch, weil ich kann nie sagen, wie geht der Setzer oder der Drucker mit den Buchstaben um. Und darum sage ich immer wieder, es kommt immer auf die jeweilige Person an, die den Buchstaben weiter dann bearbeitet. Also diese Schriftgießerei beinhaltet den Buchdruck, also Hochdruck. Das bedeutet also, wir produzieren hier von 4 bis 52 Punkt Buchstaben für diesen Bereich. Wir haben hier ungefähr 1 Million Madern oder Schablonen, aus denen wir gießen. Und der zweite Bereich, den wir haben, ist der Etikettierdruck. Das sind Buchstaben mit kleinen T-Füßchen. Und die werden auch heute noch benutzt und werden auch heute noch benötigt. Zum Teil für Leute, die den Verfallsdatum auf Gewürzen oder wenn sie sehen, wenn sie Samen kaufen, dann ist dieses Verfalldatum eingedruckt. Die werden noch mit diesen Buchstaben produziert. Und der dritte Bereich, wo wir haben, ist der Prägetypenbereich. Das ist der Bereich von 6 bis 36 Punkt für Prägetypen. Das ist also so, dass dort nicht Blei mit 360 oder 80 Grad vergossen wird, sondern hier wird Aluminium vergossen mit 430 Grad. Blei kann ich nur bis 90 Grad erwärmen. Dann werden die Konturen schwach. Aber wenn ich Aluminium habe, kann ich das bis 150 Grad erwärmen und kann Foliendruck und so. Oder ich mache Bücherrücken mit Leinenkarton, die kann ich mit Prägetypen bedrucken. Und wenn gewisse Leute das dann hochqualifiziert haben wollen, dann nehmen sie also diese Buchstaben und lassen sie gravieren in Messing oder in Stahl. Aber diese drei Bereiche beinhaltet diese Schriftgießerei, die ungefähr 40 vollkomplett fähige Maschinen hat. Ich bin nur allein. Meine Tochter kommissioniert. Das heißt also, meine Tochter macht die Buchstaben, die ich produziere, setzt sie ein, tut sie einpacken und wenn ein Kunde das verlangt, werden die wieder ausgepackt, dann werden sie an der Höhenfräsmaschine, die ich habe, auf die Höhe, was der Kunde verlangt, gefräst und werden wieder eingesetzt. Ich habe letztes Jahr im November in Essen eine Universität komplett eingerichtet im Bleisatz. Da ist der Professor de Jong jetzt zuständig und die haben alles Alte rausgeschmissen, haben das jetzt neu gemacht. Er hat mir gesagt, er hat ungefähr so 10, 12 Arbeitsplätze für Studenten. Aber er hat gesagt, wenn die Räumlichkeiten stimmen würden, könnte es Doppelte gebrauchen, weil so ist die Nachfrage der Studenten, die mit dem Bleisatz arbeiten wollen. Ja, also das ist schon wieder da. Oder ich habe vor einem halben Jahr Vollzugsanstalt in Moabit, Berlin. Wir haben Bleisatz alles. Zum Prägen und zum Bleisatz. Also, es ist gewisse
Rückgesinnung ist schon da, weil wir hatten selbst hier in den Räumlichkeiten, wo der Umbau vom Landesmuseum stattgefunden hat, sehr viele Kinder, die hier unterrichtet wurden, haben mit Bleibuchstaben, Hygienebestimmungen wurden eingehalten, ja, die Finger waschen und nichts essen, während sie arbeiten. Wenn die gekommen sind, konnte ich hier nicht telefonieren. Da war so ein Krach davon. Aber wenn die mit ihren Buchstaben und die Buchstaben zusammengesetzt haben, war so eine himmlische Ruhe. Das war so toll, wie die das gemacht haben. Dasselbe ist, in Stuttgart gibt es eine Behindertenwerkstatt, da wird am Wochenende, werden Behinderte rangekarrt aus dem Stuttgarter Raum. Ich habe dort Bilder von diesen Gruppen, die waren hier und alles und ich habe sie auch besucht. Und die haben so viele positive Feelings bekommen, das ist Wahnsinn. Dieses Arbeiten mit Bleisatz, wenn die dann ihren Spiegel dran gehalten haben, guckt, was sie gesetzt haben und haben das dann gedruckt. Und die haben so viel Positives aus diesem Bleisatz rausgezogen. Und das tut einem dann wieder richtig Freude machen. Japan, ja, da, wenn man dann die Resonanz dort hört, das Alt und Neu ganz normal nebeneinander arbeiten, ohne in Konkurrenzkampf zu treten und dass diese alten Gewerbe der letzte seines Standes hochgehalten wird und nicht sozusagen als Schuhabtreter genommen wird. Und hier in Deutschland ist man nicht immer bereit, diese alten Berufe hochzuhalten, sondern man wacht immer erst auf, wenn alles weg ist. Und dann will man das wieder neu beleben. Und das ist etwas, was ein Riesenfehler ist hier. Ja? Und wenn man jetzt sieht, wir haben jetzt das Gutenberg-Museum in Mainz. Ja? Wenn man jetzt hier diese Räumlichkeit, nicht hier nur, sondern unten alles sieht, ja, die braucht hier dieses Haus braucht sich hier im Gutenberg-Museum nicht verstecken. Ja? Das ist, aber wenn ich heute nach Deutschland komme, ob ich der Herr Busch bin oder wer das will, der kommt nach Mainz, der geht ins Gutenberg-Museum. Weil die Tradition und alles. Und ich war jetzt Anfang des Jahres in Straßburg, da haben die ihr Fest gehabt, Gutenberg-Fest. Und so, wenn man dann diese Resonanz sieht, wie dort mit Gutenberg umgegangen wird und hat das Ganze, da muss man den Hut ziehen. Da gibt es wirklich andere Städte wie Frankfurt, die so viele Museen haben und haben das nicht einmal fertiggebracht, eine Schriftgießerei dort zu erhalten. Also normalerweise steht die Öffnungszeit hier im Museum am Dienstag zwischen 10 und 12 ist das komplette Haus offen. Oder donnerstags von 15 bis 17 Uhr oder freitags von 10 bis 12. Da ist das komplette Haus offen. Aber hier diese Räumlichkeiten, die sind täglich von 6 bis 12 bin ich hier. Ja? Und wenn dann einer kommen will, kann er kommen. Aber meistens sind die öffentlichen Zeiten da, weil die Person, die dann kommt, kann das komplette Haus, sie kann nicht nur die Schriftgießerei begutachten, sondern auch den Handsatz, den Monosatz und den Linosatz und die ganzen Druckmaschinen. Ja, das ist, wenn die dann sich für die Schriftgießerei interessieren, wird es meistens so gemacht, dass sie dann donnerstags kommen, so um 9 Uhr hier antanzen und die Schriftgießerei besichtigen und dann über die Situation des Schriftgusses informiert werden und dann mittags dann um 15 Uhr
dann das gesamte Haus besichtigt. Das ist so der Ablauf für die Studenten oder Designer, die hier das Haus besuchen. Ja, es gibt auch welche, die dann samstags sich anmelden und es geht alles. Das ist alles nur eine persönliche Sache, die man macht. Also der Teil, der dem Museum gehört, das ist der kleinste Teil, der wird stehen bleiben und das andere muss ich halt sozusagen vernichten oder liquidieren. Ich bin hier nur eingemietet und habe nur Mietvertrag, solange ich hier tätig bin. Wenn nicht, muss ich den Raum dann wieder besenrein verlassen. So hat man mir es gesagt von seitens des Museums. Ja, das ist die Problematik. Und das ist das, was ich im Vorfeld schon gesagt habe. Dieses alles wird erst richtig gewürdigt in dem Augenblick, wo es nicht mehr da ist. Ja? Wenn man bedenkt, diese Schriften, diese alten Schriften von Klingspor, das ist ja so gewesen, dass die Firma Stempel 1800 so und so viel bei Gründung eine Ausschlussgießerei war. Das heißt also nicht druckendes Material nur produziert hat und nur durch die Aufkäufe vieler Schriftgießereien und sozusagen der Kernpunkt war Klingspor, sich zu ihrem Weltruhm hochgearbeitet haben. Ja? Und das war ein stetiger Prozess. Dasselbe, was die Hasische Schriftgießerei auch durch Aufkäufe von über 20 Schriftgießereien weltweit erworben hat. Ja? Zum Teil, weil die Schriftgießereien der Existenz geschuldet waren, dass sie pleite gingen oder aufgekauft wurden. Und das ist so wie heute beim Bankensystem. Es wird immer alles zentralisiert und alles. Und so ist es in den Schriftgießereien auch gewesen. Früher hat eine Druckerei eine Schriftgießerei angegliedert gehabt. Ja? Und dann waren die Schriftgießereien, haben sich selbstständig gemacht, eigene Kreationen gemacht. Und jede Schriftgießerei hat ja ihren Stab von Schriftkünstlern gehabt, ja. Die Firma Stempel, den Herrn Zapf, ja, und seine Frau. Und die haben dann diese Schriften für die Firmen erarbeitet und dann haben sie ihre Lizenzen davon bekommen. Konnten nicht schlecht davon leben. Ja. Ja. Ja, wenn man überlegt, dass die Firma Stempel nicht nur Arabisch, sondern Persisch und die ganzen Sprachen wie Bangladesch und so, diese ganzen Slangs von Schriften, alles an Madern gehabt hat oder Hieroglyphen. Und alles sind Madern da gewesen und alles musste erst einmal erstellt werden. Ja, ist schon Wahnsinn. Und heute versucht man schon wieder, das alles wieder zu zentralisieren. Ja, auch diese griechischen Schriften, wenn man das sieht, was da für Akzente und für Zusätze obendrauf waren. Heute versucht man das alles zu minimieren und in einen gewissen Rahmen zu bringen. Und früher war das halt, ist es richtig ausgeweitet, ist blumig groß geworden, ja. Ich habe es hier noch stehen, für Japan, japanisch. Die gießen ja auch in Japan noch, aber die haben ein gutes, sie gießen alles auf ein Quadrat. Die richten nicht zu die Dikte nach dem I und nach dem M und W, sondern die haben alles, ihre Schrift komplett auf dem Quadrat, ja. Und wenn man diese Gießereien und Druckereien in Japan sieht, kriegt man schon von der Bilder Platzangst. Ja, da haben wir hier einen üppigen Raum gegenüber Japan. Das ist Wahnsinn.
Und ich habe jetzt erst vor kurzem wieder nach Japan geliefert, aber Bleischriften. Ja, die drucken auch mit unseren Bleischriften. Es ist ja global, ist das ja kein Problem mehr. Ja. Hinter mir, das ist alles die Künstlerschreibschrift. In Normal und in Halbfett. Und die Künstlerschreibschrift, die wurde ja erst gegossen und dann wurde sie mit der Hand nachgeschnitten. Ja, und das haben meistens die Frauen gemacht, dass die Männer noch die Finger alle hat. Ja, das war eine sehr, sehr aufwendige Arbeit und sehr diffizil. Ja, und da hat schon mancher Finger dran glauben müssen. Das heißt also auch in der heutigen Zeit, wenn wir Buchstaben gießen, die sehr weitläufig sind, wie ein W oder ein V oder ein T, und ich muss den nächsten Buchstaben dran setzen, muss der über den Körper des Buchstabens hinaus und dann wird er unterschnitten, das heißt also weggehobelt, und dann, dass der nächste Buchstaben näher dran kann. Und das muss man heute alles noch mit Handarbeit machen. Das gibt es also bei der Mono nicht. Die hat dann diese Abstände Größe. Und das ist im Schriftguss wieder das Plus, was wir haben. Dafür ist es aber mehr Arbeit. Und das müssen Sie alles im Vorfeld hier im Bleisatz machen. Und es muss haargenau sitzen. Weil man hat ja versucht, so identisch wie möglich die Schreibschrift nachzumachen, als wenn sie mit der Hand geschrieben hätte. Ja, die Franzosen hat dann die Calligraphe Noir, Stempel hatte dann die Künstlerschreibschrift, das auch eine Schrift von Klingspor ist. Ja, auch Klingspor. Und wenn man dann sieht, Wilhelm Klingspor und die ganzen Schriften, was Klingspor rausgebracht hat, die heute auch in Amerika wieder gefragt sind. Ja. Ja, wenn Sie diese gebrauchten Schriften manchmal sehen, oder ich habe damals die komplette Setzerei der TH Darmstadt gekauft. Und wenn man gesehen hat, wie die Studenten die Buchstaben dann bearbeitet haben und sie haben dann in der Kaste vom W oder vom V oder vom F und T, Versal T, gepackt und dann haben sie die Buchstaben gesehen, wollte der F rausholen, das war ganz abgefräst und manchmal mit der Feile bearbeitet und alles, um dann so nah wie möglich den nächsten Buchstaben dann dran zu machen. Ja, und das ist das Schöne, wenn dann ein Kunde wie jetzt aus Österreich, der sagt mir, ich brauche die, aber ich brauche dann noch mal 20 Hundertstel mehr und der schneiden und so. Und das ist hier alles möglich, aber im Mono ist das nicht möglich. Sie können dann einfach nur die Schrift, die aus der Mono rauskommt. Mehr kann man nicht machen. Ja, ist gut. 61 bis 64, das war noch Blütezeit vom Bleisatz. Das habe ich schon vorher erzählt, wie die Flugzeuge sogar gewartet haben nach Südamerika, um Blei auszuliefern. Aber dann zwischen 70 und 80, dann haben wir das verspürt in den Schriftgießereien, dass der Bleisatz zurückgegangen ist und auch die Belegschaft wurde dann mehr oder weniger reduziert. Ja, es wurde dann Ende der 70er schon nicht mehr ausgebildet zum Schriftgießer. Ja, und dann ist es mehr oder weniger rückläufig gewesen. Ja, und diese Liquidation von der D-Stempel AG war durch die Überalterung der Belegschaft. Und ich war ja damals der jüngste Schriftgießer zum Zeitpunkt der Liquidation. Ja, war es firmenmäßig, so brutal es klingt. Man durfte es als Gewerkschaftler und Betriebsratsvorsitzender gar nicht sagen, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung von den Arbeitgebern her gesehen. Ja, aber die Firma war kerngesund. Und zu diesem Zeitpunkt war es ja auch
nicht möglich, eine Künstlerschreibschrift im Fotosatz zu machen, weil dann waren diese Köpfe und diese Treppen waren immer drin, wenn man dann diese Rundungen gemacht hat und so. Und dann, wo das alles überwunden war, dann war es halt vorbei mit dem Bleisatz. Dann ist es richtig zusammengebrochen. Ja. Durch den Zusammenschluss mit der Schriftgießerei, der Hasischen Schriftgießerei, hatten wir ja dann auch Zugriff für den italienisch-schweizer Raum und haben dann Ende der 90er Jahre die größte Schriftgießerei in Italien aufgekauft, Herr Frutige und ich. Er hat es bezahlt, ich habe es gemacht. Und ist dann die kompletten Schriftgussmaschinen aus Italien nach Deutschland geholt. Der größte Teil ist vernichtet worden. Aber der Maternbestand ist dann hier. Und diese Schriften sind ja überhaupt nicht auf dem europäischen, also dem deutsch-französisch und Schweizer Markt gewesen. Weil die Futura war ja von Baue, der Stempel hatte Helvetica gehabt und Neviolo hatte die Forma gehabt. Das heißt also, jede Schriftgießerei hatte ihre Brotschrift gehabt. Mit dem haben sie das Geld verdient und alles andere war dann Zubrot. Ja. Die Firma Stempel hatte ja noch versucht, die Reißleine zu ziehen, wollte dann noch mal mit der Sabon in das Marktgeschehen eingreifen, aber es war schon wieder zu spät. Das hat nicht mehr gefruchtet. Ja. Ja, ist gut, aber Bleibuchstabe werden ja auch als exotisch schon gehandelt. Ja. Wenn ich irgendwo hinkomme, was sind Sie vom Beruf gewesen oder sind es? Und sagst Schriftgieße, dann die Masse sagt, was ist denn das? Ja, die können sich da nichts mehr drunter vorstellen. Ja, es ist auch schon schade, aber es ist so. Dieses Museum wurde 1986 von Initiatoren, das heißt also von dem Kanzler der TH, Professor Wilkes, dem Herrn Bach, Besitzer den Darmstädter Echo, und zwei Banken hier in Darmstadt installiert. Und ist dann in den 90er Jahren mit 2,7 Millionen in die Miesen gegangen. Und die damalige Kultusministerin, die Frau Wagner, Ruth Wagner, hatte es fertiggebracht, dass dieses Museum nicht pleite gehen konnte, sondern es wurde dem Museum, dem Landesmuseum Darmstadt, als Außenstelle, und das muss man sagen, nicht geliebtes Außenstelle, wurde es zugeschustert und steht bis heute. Aber sie kämpft im Moment schon wieder dafür, dass es weiter existiert. Muss man sagen, auch im hohen Alter noch. Geht ja auch auf die 80 zu. Die wissen schon, was Bleigieße ist, aber nur Neujahrs. Wenn dann Blei gegossen wird, dann Neujahr. Aber nicht, um die Buchstaben herzustellen. Ja. Ich gieße nicht mehr mit dem Löffel, sondern ich stelle die Bleibuchstaben maschinell her und mache das mit Komplettgießmaschinen. Komplettgießmaschinen bedeutet, dass diese Maschinen die Buchstaben so herstellen, dass sie druckfähig sind bis auf die Höhe. Das Problem wird erst auftreten in dem Augenblick, wo es keine Schriftgießerei Gerstenberg mehr gibt, weil es gibt keinen Nachschub für das. Wenn Sie heute
auf dem freien Markt Schriften erwerben, die, sagen wir mal, von Auflösungen, von Druckereien oder privaten Sammlungen sind, kommt dann immer wieder die Frage, ja, ich habe aber kein E. Das E ist ja eins der meistgefragtesten Buchstaben im Satz, in Deutschland wenigstens hier. Und was mache ich dann? Und die Problematik ist, dass der dann nicht mehr weitermachen kann, wenn ihm so einzelne Kronjuwelen aus den Schriften fehlen. Und solange jetzt hier noch eine Schriftgießerei da ist, die nachgießen kann, ist das kein Problem. Aber dann wird das mehr oder weniger dann eingestampft und dann wird es so passieren, wie es früher war. Da werden große Container geholt und der Rest wird alles reingeschmissen. Ja. Und damit ist es weg. Aber solange es noch Nachschub gibt, fragt ja keiner danach. Ja, es gibt, ist ja okay. Und das ist die Problematik an diesem Beruf, dass er erst richtig anerkannt wird, wenn er nicht mehr existent ist. Ja, früher war es halt so, denn man konnte gewisse Schriften einem Land zuordnen. Ja? Wenn man die Melio nimmt, die war eine englische. Ja? Die Optima war mehr Österreich dann und so. Und das konnte man, das ist heute nicht mehr so der Fall. Ja? Weil es ja durch die Vielfalt der Schriften im digitalen und im Fotobereich ist ja so eine Vielfalt drin, dass es, wie sagt man so schön, ein Wirrwarr von Schriftformen gibt. Und wenn man heute sieht, dass man Visitenkarten bekommt, wo Schriften drauf sind, die ein Schriftsetzer nie miteinander kombiniert hätte, ja, dem würden die Nackenhaare hochstehen, wenn er diese Visitenkarten sieht. Ja? Weil früher ist es ja so gewesen, wenn der Schriftsetzer etwas gesetzt hat, muss er sich vorher Gedanken machen, was er setzt. Weil wenn es nicht der Fall war, dass es druckfähig war, musste er es wieder in den Kasten einsetzen und musste neu setzen. Und wenn ich heute am Computer bin, dann drücke ich dann die Taste und dann mache ich Halbfette oder eine Kursiv draus. Und das ist halt beim Schriftsetzer nicht möglich gewesen. Der musste den Hirnkasten vorher einsetzen und musste dann überlegen, wie er vorgeht. Und wenn ich heute jetzt unsere Ehrenamtlichen, wir haben hier in Darmstadt über 20 ehrenamtliche Mitarbeiter, und wenn dann noch alte Schriftsetzer dabei sind, wenn die ja jetzt gerade um die Weihnachtszeit die Weihnachtsdekorationen machen, wie kreativ die sind und das alles so machen, dann muss ich sagen, dann sehe ich manche Werbung, die um die Weihnachtszeit ist, mit ganz anderen Augen. Die Kreativität von den Schriftsetzern früher, die war traumhaft. Ja? Die haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten aufs Papier bringen. Und die haben das, wie sagt man so schön schon, im Vorfeld haben die das gesehen, was sie machen wollen. Wie ein Architekt oder einer, der jetzt Garten anlegt, der sagt, ich will das so und so haben. Und wenn ich fertig bin, muss das so und so aussehen. Und so war das auch bei den Schriftsetzern. Ja, also wenn ich jetzt Buchstaben herstelle, das heißt also, der Kunde verlangt jetzt eine Schrift, dann muss ich hier ins Lager gehen und muss die jeweiligen Maten und Schablonen heraussuchen. Und dann muss ich eine Maschine, die die Punktzahl beinhaltet, die der Kunde verlangt, anwärmen. Das heißt also, ich muss das Blei auf 360, 380 Grad erhitzen und muss die Maschine einstellen. Das heißt also, die Mate wird in die Maschine eingespannt und als erstes stelle ich die Dichte des zu gießenden Buchstabens in der Maschine ein, spanne die Mate ein, die wird dann arretiert mit einem Stift,
der mit einer Feder versehen ist und die Made an das Instrument drückt. Und dann muss ich nach der Dikte die Weite einstellen, das heißt also den Buchstaben rechts und links in die Mitte der Dikte stellen. Als zum Schluss wird dann die Linie eingestellt, das heißt also die Schriftlinie, die vorher schon angegeben ist. Die Schrift gieße ich zuerst bei der Schrift das M und dann das Versal H. Die Kleinbuchstaben richte ich unten alle nach dem M zu und die Großbuchstaben nach dem H. Rundungen lasse ich immer etwas weiter nach unten rausgucken, weil die beim Druck knäppe, ich sag etwas nach oben zu sehen sind. Und wenn ich dann fertig bin, habe dann den Buchstaben alles richtig gemacht und der durch die Maschine gelaufen ist und von allen Seiten mit den Messern beschnitten ist, darum heißt es auch Komplettgießmaschine, nehme ich die Buchstaben und setze sie auf Winkelhaken und die werden dann in ein Setzschiff eingelegt und werden eingepackt. Wenn der Kunde denn kommt und eine Bestellung speziell für diese Schrift macht, wird es wieder ausgepackt, wird es auf die Höhe des Kunden gefräst und kommissioniert. Die gieße ich genauso, aber die wird mit Züge. Mit Züge, das heißt also, alles was überhängt, wird unterbaut mit Zügen, dass die nicht abbrechen, wenn der Druck drauf kommt. Das ist sehr problematisch bei dem. Sie müssen dann das abknipsen, müssen das feilen, müssen sehen, dass das im M läuft, ja, und dass es nach oben und unten stimmt, weil ich kann das ja auch, wenn ich das näher mache, rückt der Buchstabe hoch, also ich muss sehen, dass das alles stimmt. Und dann wird es mit der Hand geschnitten. Das ist eine sehr aufwendige Sache. Und diese Künstlerschreibschrift hat ja früher in den Tresoren vom Setzermeister gelegen. Und nur der beste Setzer durfte mit dieser Schrift umgehen. Ja. Hat mich letzte Woche ein Kunde angerufen aus Flensburg. Ja, ich bin jetzt über 70. Und wenn ich meinen Setzkasten unten raushebe, dann tut mir der Rücken so weh, der ist so schwer. Ich habe von 12 bis 48 Punkt Künstlerschreibschrift. Die habe ich nur einmal benutzt. Können Sie die gebrauchen? Habe ich gesagt, ich habe so viel hier, ich verkaufe die sogar. Ja, also im Keller ist also, es war also so 1986. Als die D-Stempel AG aufgelöst wurde, wurde auch im Zuge der Schenkung der komplette Schriftsatz an Maden nach Darmstadt transferiert. Und da es keine Räumlichkeiten gab, sind die in die TH Darmstadt gekommen und sind in dem Keller der Technischen Hochschule Darmstadt von zwei Studenten archiviert worden. Im Zuge des Umzugs 1997 nach der Kirchenallee 88, dem damaligen Haus für Industriekultur, wurden die Maden von der TH Darmstadt in das Haus für Industriekultur transportiert, aber nicht einsortiert. Und dann haben sich zwei Herren, der Herr Zimmermann und noch ein Kollege, haben sich bereit erklärt, die Archivierung zu machen und dann auf dem digitalen Weg in den Computer eingegeben. Und wir haben jetzt im Keller hier 1 Million Maden liegen und auch
ein Riesensatz an Schablonen. Und zu den Madern ist es so, dass zu jeder Schrift, die wir im Keller haben, ein Probesatz vorrätig sein muss, dass der Schriftgießer, wenn er diese Schrift gießt, dass er die Buchstaben genau auf Linie, Weite und Höhe bringt. Und bei den Schriften bis 20 Punkt ist eine Diktentabelle vorhanden und ab 20 Punkt muss der Schriftgießer, der dann das gießt, muss er die ausmessen, die Buchstaben. Wir haben nicht nur die Schriften jetzt von Stempel und so, sondern wir haben sie auch von den Schriftgießereien Klingspor, Eigner, Bedarf und noch andere Schriftgießereien hier eingelagert und können jederzeit auf diese Madern zurückgreifen. Ein Stock der Tiefe ist nur Lagerhaltung und im ersten Stock dieses Hauses ist die komplette Handsetzerei der D-Stempel AG, die ja auch bekannt war durch die Trajanuspresse, die Stempel betrieben hat, die komplette Handsetzerei beinhaltet nicht nur den Handsatz, sondern es sind auch sehr viele orientalische Schriften dort vorhanden. Es ist eine der komplettesten Sammlungen, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Dazu kam dann noch von dem Darmstädter Echo alle Bleisitz-Sachen, die es Darmstädter Echo gehabt hat. Also wir haben hier einen Fundus, der einmalig in Europa ist. Ja. Das alles ist im ersten Stock. Dazu kommt noch eine Sammlung von Linotype-Maschinen. Das heißt also, die kompletteste Sammlung, die es in Europa oder der Welt gibt an Linotype-Maschinen. Ja? Wir haben eine Ludloff noch da unten und haben einen Vorführraum für eine Monogießmaschine. Gleichzeitig haben wir noch alte Druckmaschinen, voll funktionsfähig, und die werden auch in den Öffnungszeiten hier vorgeführt von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Also vor Jahren war es so, dass es in Deutschland so eine kleine Rückbesinnung an Druckereien gab. So als Beispiel die Druckerei Garagendruck München oder so. Und das ist heute nicht mehr so der Fall. Mehr sind es noch diese ganz alten Kollegen, die dann, wenn sie den Beruf aufgegeben haben, ob sie jetzt als Druckersetzer waren, dann jetzt das weiterführen und hier im Bleisatz noch tätig werden. In Amerika ist es natürlich anders. In Amerika ist eine gewisse Rückgesinnung da. Die Leute wollen wieder was in der Hand haben und wollen nicht auf dem Computer rumdrücken, sondern die wollen wirklich mit Händearbeit dann ein Produkt herstellen, wo sie sagen, das habe ich entworfen. Das ist vom Entwurf bis zur Fertigstellung auf dem Papier das, was ich mir vorgestellt habe. Und das habe ich im Bleisatz gedruckt. Und dieser Prozentsatz wird größer. Ich habe sogar jetzt in Japan Leute, die dann eine junge Frau oder ältere, ich weiß es meistens nicht, die im Bleisatz macht. In Finnland vor Jahren, ein Mann hat jetzt eine Buchdruckerei, die einzige in Finnland, eingerichtet. Und die läuft ganz großartig. Der ist so happy. Sogar nach Norwegen habe ich jetzt geliefert wieder. Das heißt also, überall fängt irgendeiner an mit Buchdruck. Und vielleicht kommt es ganz groß raus, aber da werde ich nicht mehr da sein.
Leider. Es macht viel Spaß, sonst würde ich diesen Beruf nicht ausüben. Das ist kein Beruf mehr, das ist eine Berufung. Ja? Ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die jetzt Blei hier bestellen, dass sie auch nachgeliefert bekommen. Die wurden früher auf galvanischem Weg gemacht. Das ist also ein Zeugschnitt. Aus einem Bleiklotz hat er dann einen Rußabdruck darauf gemacht, der Schriftschneider. Und dann hat er das mit Hand alles weggekratzt. Ja? Und dann wurde dieser Buchstabe über 24 Stunden in ein Bad gelegt, Nickelbad. Und dann hat sich ein Nickelauge angesetzt über 24 Stunden um den Buchstaben rum. Und das wurde in eine Mader eingearbeitet. Das ist das Nickelauge und das wurde hier eingearbeitet. Da vorne haben wir eine Schautafel, können Sie dann auch mal aufnehmen. Und später ist es dann so gemacht, dann ist es graviert worden. Ja, und heute wird es mit Computer gemacht. Und das Wichtige ist dabei, dass diese Linien hier nach unten konisch ablaufen, weil von hier wird der Buchstabe eingespritzt in die Form und er muss sich auch dann wieder, wenn die Mader weggeht von dem Instrument, muss sich das lösen. Also muss der konisch sein, er darf nicht steil sein, sonst würde er sich ja nicht aus der Form lösen. Ja? Und Gutenberg hat es halt anders gemacht. Gutenberg hat einen Stahlstempel gehabt und hat, das sieht immer nichts aus, und hat dann in Kupfer das eingeschlagen und hat dann mit dem Löffel gegossen. Und dann wurde der Buchstabe nicht gefräst wie hier, sondern mit dem Hobel wurde er auf Höhe gebracht. Also es war eine unwahrscheinliche Handarbeit. Er hat nicht nur jetzt gegossen, sondern er hat ja dann noch gefeilt und alles. Ja, darum, wenn man dann die Bibelschrift sieht und das alles, wie das produziert wurde, es war eine zeitaufwendige Sache. Ja? Und sehr viel Handarbeit. Ja? Aber damals war die Zeit ja noch bezahlbar. Heute ist sie ja nicht mehr bezahlbar. Oder es gibt nicht mehr die Leute, die dann so arbeiten wollten. Ja. Weil die Computerarbeit ist ja leichter, theoretisch. Das ist nicht von der Hand so weit. Es muss auch so sein. Ja. Es muss auch so sein. Es könnte ja gar nicht anders gehen mehr heute. Ja. Ja? Ich kann doch nicht sagen, es muss jeder jetzt noch Buchstaben und alles haben. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ich unwahrscheinlich in den asiatischen Ländern gut finde, dass man das Traditionelle und das Moderne gleichstellt und nicht in Konkurrenz zueinander. Das ist es, was hier in Europa fehlt. Und was ein großen Mango ist, dass die Museen, von Klingspor bis Gutenberg-Museum oder Landesmuseum, in Konkurrenzkampf sind und nicht an einem Strang ziehen. Und wenn diese Museen bereit gewesen wären vor Jahren, dann hätte ich auch ausgebildet, das habe ich immer gesagt. Ich bilde jemand aus, kostenlos. Aber die Museen in Deutschland und vielleicht im Ausland müssen bereit sein, der Person einen Salär zu bezahlen, wenn er ausgelernt hat. Und nicht, dass diese Person fürs Arbeitsamt dann auf die Straße geht. Und die hätten dann einen Nachfolger gehabt, der den Schriftguss weitergibt. Und sie hätten alle profitiert. In der Zeit. Darum bin ich auch jetzt bereit, dann in Leipzig bei der Frau Dr. Richter der Schriftgieße. Das heißt also, nur mal wieder aushole, in der ehemaligen DDR
gab es ja keinen Schriftguss wie in der Bundesrepublik Deutschland, sondern es gab Kombinate. Wenn die Schrift gegossen haben, ist es den Druckereien zugewiesen worden. Die haben eine Schrift gegossen, so und so viel 1000 Tonnen, und haben die dann den Druckereien zugewiesen. Die konnten nicht sagen, ich will eine Caramon, eine Helvetica haben, sondern die haben das bekommen, was da war. Und der Schriftgießer, der in Leipzig war, zu dem Zeitpunkt, wo ich das besucht habe, da war doch der Herr Zapf gerade dort und so, der hat gesagt, ich kann doch keine Schrift gießen. Das hat Arne, hat mir das eingerichtet, ich habe die rauslaufen lassen. Der hatte dann aufgehört und dann hat die Frau Dr. Richter dann einen Mechaniker sich rangezogen, der das gemacht hat. Und sie hat mir jetzt auf der Buchmesse, wo ich sie getroffen habe, wo wir uns verabredet hatten, hat sie mir gesagt, der möchte noch einmal durchstarten. Er will jetzt einen anderen Beruf erlernen. Und jetzt steht sie wieder da vor verschlossenen Türen, hat kein Schriftgieße. Und da hat sich ein Druckereibesitzer in Leipzig hat sich jetzt bereit erklärt, das auf 450 Euro Basis zu machen. Er hat eine kleine Buchdruckerei und die läuft nicht so gut. Und dann hat er gesagt, dann mache ich das halbtags. Und wenn Sie das zu Öffnungszeiten benötigen, bin ich da. Und da hat sie mich gefragt, ob er dann mal ein paar Tage hierher kommen können. Habe ich gesagt, jede Zeit. Ich vergib mir doch nichts, wenn ich dem Mann das weitergib, was ich habe. Nur das Problem ist, ich habe Schriftgieße gelernt. Aber ich habe nicht gelernt, wie Höhen gefräst wird, sondern ich habe das immer gemacht in der Lehre, dass ich immer einen Winkelhaken oder zwei gemacht habe für die Geselleprüfung. Ja, ich habe das Teil lernen müssen und das Schneiden lernen müssen. Ich muss die Maschinen alle einzeln dann auseinandernehmen und wieder zusammenbauen jetzt alles. Das hast du früher alles nicht machen müssen. Du hast Mechaniker gehabt und das alles. Du musstest dir das mehr oder weniger aneignen. Und die Problematik, das, was ich jetzt in 55 Jahren mir erworben habe, das kann ich nicht einfach so, das könnte ich sogar in 3 Jahren nicht weitergeben. Es muss peu à peu gehen. Und darum bin ich der Meinung, dass man auf diesem Wege jetzt das heute so machen soll, dass man eine Person nimmt, die im Museum angestellt ist und den dann peu à peu kommst hierher. Und das hatte ich vor 5 Jahren hier mit dem Dr. Ölisch besprochen. Und so müssten wir es machen, dass man mehr so ein Museumsmensch, der vielleicht Ahnung hat von Satz und Druck und dann angeführt wird für den Schriftguss, weil wenn ich hier Leute durchführe und habe keine Maschine laufen, dann ist es schlimm. Wenn die aber sehen, dass aus der Maschine ein Buchstabe kommt, dahinter hast du heißes Blei und vorne kommt ein Buchstabe und der dann sozusagen eine Form hat und ich sehe, dass hinten 360, 380 Grad sind und vorne den Buchstabe kann ich schon in die Hand nehmen und kann den zurichten, die sind fasziniert. Aber nur, wenn es läuft. Ich kann denen nicht einfach die Maschine dahinstellen und sagen, guckt. Es gibt aber mehr als genug. Es gibt mehr als genug. Wenn ich dann so Klassentreffer habe und so, wie kannst du noch mit 71 das machen? Ja. Aber der Gatte wird mich nicht befriedigen. Das ist zu wenig. Hier wirst du vor Aufgaben gestellt, wenn du abends hier rausgehst und die Maschine läuft und du kommst morgens wieder und sie läuft nicht und du sagst, das kann doch nicht sein. Gestern Abend ist es gelaufen. Das sind Sachen, die kannst du nicht. Hier, alte Drucker kommen her und fangen dann an. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie mit der Maschine sprechen? Also ich schimpfe die auch manchmal. Und so die alten Drucker, die sagen, wir haben immer mit der Maschine geredet. Ja, ja. Aber das kannst du normal nicht mitteilen. Aber es ist wirklich so, dass da gewisse Beziehungen bestehen.